Was sagt ihr dazu? Ich habe lange hin und her überlegt und jetzt ist mir es endlich wieder eingefallen. Was denn? Das Gedicht hat mir Elisabeth vor genau 35 Jahren geschrieben. 13 Tage, nachdem sie mich zum ersten Mal geküsst hat. Pass mal auf. Mein Herz wird für dich schlagen, mal lauter und mal sacht. Noch in 13.000 Tagen im Jahr 2008. Ja, ja, ich weiß, es ist kitschig, aber für mich war das damals der Himmel auf Erden. Das ist schön. Ja. Wie geht's denn weiter? Du hast da sicher auch irgendwas gereimt. Ja, ja, ich habe tatsächlich damals was geschrieben, aber das fällt mir einfach nicht mehr ein. Das ist blöd. Wahrscheinlich hast du recht, das ist ein Schmarrn. Johann, das schöne Gedicht. Komm. Für mich? Mhm. Was ist das? Mach's auf. Ein Gedicht. Schatzjäger, leih mir dein Ohr. Es ist kein dummer Scherz, du stehst ganz, ganz dicht davor. Öffne die Tür zu meinem Herz. Hast du das geschrieben? Mhm. Das ist wirklich, wirklich süß. Das soll ein kleines Dankeschön für die Schnitzeljagd sein. Und den Dackel natürlich. Du bist so hübsch und auch so schön. Ich möchte dich bald wiedersehen. Na, Schönste, du bist für mich unentbehrlich. Ganz ehrlich. Na, das. Na, danke. Es muss simpler, simpler. Du bist mein Leben. Eben. Ach, so wird das doch nichts hier. Ach, Herr Sonnenmichler. Du bist so hübsch und auch so schön. Du hast bestimmt einen tollen Film. Für wen sind denn diese wunderbaren Zeilen? Für niemanden. Ach so, für niemanden. Aha, demnach auch nicht zufällig fürs Fräulein Prinzessin. Für Sibylle? Wie kommen Sie jetzt darauf? Ach, Xaver, weil ich heute auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen bin. Herr Sonnenmichler, ich kann mich da nur wiederholen. Ich habe nicht vor, Jakob Krentlinger die Verlobte auszuspannen. Schön. Und seit wann dichten Sie? Schon immer. Das ist eine uralte Leidenschaft von mir. Wahnsinn, da habe ich noch nie was bemerkt davon. Ich bin eben ein sehr vielschichtiger Typ. Sasa. Ja, ja. Ja, also an der speziellen Schicht, da müsste man noch ein bisschen arbeiten. Hm? Die ist noch relativ dünn. Ja, ich weiß, mache ich ja auch. Aber nicht in der Arbeitszeit, bitte. Den Weg hättest du dir sparen können. Hör mir nur ein paar Minuten zu, dann bist du mich wieder los. Ich habe ein Gedicht für dich geschrieben. Was? Die Rosen im Garten, die liebe ich so sehr. Doch dich, meinen Engel, liebe ich noch viel mehr. Gefällt's dir? Als ich diese Nacht nicht schlafen konnte, habe ich es für dich geschrieben. Ach, André. Tolles Wein. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Nein, überhaupt nicht. Ja, wollen Sie einen Kaffee? Nein, vielen Dank, ich habe kaum Zeit. Werner und ich sind dabei, den Ausfall Ihrer Tochter aufzufangen. Und genau deswegen bin ich auch hier. Wir vermissen Belege und die Rechnung von der letzten Bierlieferung. Ach so. Ja, also, mir ist hier nichts aufgefallen. Vielleicht drüben. Kann ja mal schauen. Ja, geh mal. Eine Frage, diese Rose trägt, nur eine Antwort, die sie erfleht.
ob deine Seele Liebe hegt für mich, meine Angst Zweifel sät. Eine Rose war für dich erwählt, eine Rose, die dich nie erreicht, Duft mein Herz für immer quält, ihr stiller Tod dem meinem gleicht. Ich hab sie. Das muss wohl irgendjemand vergessen haben. Danke. Bitte. Gerne. Ja, also, wenn sonst nichts mehr gibt, mein Geschäftliches, hätte noch jede Menge zu tun, bis zum Feierabend. Natürlich. Ja, wenn Sie heute Abend vielleicht Zeit hätten. Wieso? Auf eine Milonga in Patölz. Tango. Mhm. Das ist ein sehr schöner Saal mit Live-Musik. Ja, das klingt sehr verlockend. Ich dachte nicht, nur, weil wir schon mal zusammen getanzt haben, aber es passt wohl nicht so gut. Doch, das passt. Schön. Ja, dann freue ich mich auf einen sehr netten Abend. Fein. Ich hab mir angesehen, dass da was nicht stimmt. In manchen Situationen bin ich einfach kein guter Lügner. Ist doch genauso wie ihn. Sonst wäre uns doch der Werner Saalfeld nicht auf die Schliche gekommen. Du, das tut mir leid, aber mit 11 hast du wahrscheinlich den Mädels noch nicht hinterhergeschaut, oder? Der alte Saalfeld vielleicht schon. Ja, und die Hildegard? Was sagt die? Hat schon die Scheidung eingereicht. Keine Ahnung, was noch kommt. Aber das mit der Fleur, das nagt natürlich schon ganz schön an ihr. Ja, dann muss ich ja wohl der Charlotte auch die Wahrheit sagen. Ja. Wie mache ich denn das am besten, dass sie mir da verzeiht? Ja, dann musst du was einfallen lassen. Also ich habe ja der Hildegard ein Gedicht geschrieben. Aha. Weil weißt, dass die Fleur mich zu einer Geschichte inspiriert hat und sie nie. Das hat's nicht so locker weggesteckt. Aber du kennst dich ja aus mit solchen Sachen. Schau mal, was ich besser machen könnte. Was ist das? Ja, Mann. Für Hildegard. Ja, das ist schon mal ganz gut. Also, schlief die Lieb in allen Dingen und ich träumte fort und fort, doch die Welt. Ein bisschen schöner könntest du schon lesen, oder? Meine Güte. Also. Doch die Welt fing an zu singen, denn sie traf das Zauberwort. Also das kommt mir bekannt vor. Ja, am Anfang habe ich mir ein bisschen was von einem Gedicht von Josef von Eichendorff ausgeliehen. Schlawiner! Leider. Also, sie nur hat mein Herz gewonnen, vor nun fast schon 40 Jahren. Mein Leben erst begonnen, ganz egal, was vorher war. Reihen Tage sich zu Wochen, wächst die Liebe mit der Zeit, bleibt der Zauber ungebrochen, Hildegard in Ewigkeit. Und, was sagst? Ist es zu schmalzig? Ja, aber sehr gut. Ich würde sie am liebsten abschreiben. Wow. Ja, du siehst, es war harte Arbeit. Was aber nicht heißt, dass es gut ist. Es ist einfach das Beste, was ich. Ich verstehe schon. Mach. Was ich hinbekommen habe. Ich schreibe für dich nur ein einfaches Gedicht. Ich schreibe für dich, dass mein Herz ganz leise spricht. Du bist für mich längst viel mehr als nur ein Freund. Du bist für mich ein Schatz, von dem ich lange träumt. Und ohne dich verliere ich mehr als nur eine Wette. Und ohne dich
gibt's keine Flut, nur immer Ebbe. Denn dank dir stimmt in mir nie wieder Schmerz. Denn dank dir stimmt die Liebe in mein Herz. Entschuldige, ich habe das letzte Mal in der 10. Klasse ein Gedicht geschrieben und... Nein. Es war schön. Ehrlich? Ich habe noch nie so was Schönes gehört.